Dies ist ein Bericht über ein erstaunliches und weltweit einzigartiges Projekt zur Zucht essbarer Raupen in Kongo-Zentralafrika, kurz unter dem Äquator. Der Direktor des Programms, Augustin Konda, wurde hier 1953 geboren. Als er ein Junge war, befand sich hier viel Wald, Gebüsch und damit viel Vegetation, das Habitat von Raupen, von Nachtschmetterlingen, die hier in sehr großer Zahl vorkamen und ein wichtiger Bestandteil der Nahrung der Bevölkerung waren. Heute noch Restbestände zu finden, das meiste ist abgebrannt oder umgehauen für die Produktion von Kohle für die große Agglomeration Kinshasa. Augustin Konda zeigt einige der Pflanzen, die zu der originalen Bewaldung hier gehörten früher und Futterpflanzen waren von essbaren Insekten, die jetzt wieder hier aufgeforstet werden in diesem Pionierprojekt. Von der Baumvegetation sind eigentlich nur noch Fruchtbäume heute übrig, der Rest abgeholzt. 30-40% des Protein-Intakes der Bevölkerung kam früher von essbaren Insekten. Heute ist das ein vernachlässigbarer Teil. Selbst Palmen werden heute als Brennmaterial benutzt. Die Gefahr, dass die Vegetation ganz verschwindet, vor allem die größeren Bäume, ist hier ganz offensichtlich. Und deshalb hat dieses Wiederaufforstungsprojekt eine ganz große Bedeutung. Auf nur 2-3 Hektaren ist dieses Projekt angesiedelt, auf einer leichten Anhöhe eines Hügels, von dem aus man das Tal des Kinshasa Rivers überschaut. Und man sieht hier überall Spuren des Raupenfraßes an den Büschen von Burkea Africana. Augustin Konda ist heute mit seinem Team von Agronomen hier, um das Wachstum der Raupen zu kontrollieren. Und man sieht überall kleine Gruppen der Raupen von Sirina forda, eines der lieblingsessbaren Insekten, der essbaren Raupen in dieser Gegend. Auf der ganzen Fläche wurden hier Burkea Africana Büsche gesetzt und auf diesen Büschen Eggclusters, also Eigelege von Sirina forda montiert, die man von ziemlich weit her brachte, nämlich von der Bandundu-Provinz, etwa 400 Kilometer östlich von hier. Und die kleinen L1-Raupen sind jetzt ausgeschlüpft und es scheint denen sehr gut zu gehen. Sie fressen hier im Sonnenschein an diesen Zweigen von Burkea Africana, einer der Futterpflanzen der Tiere. Hier ein solcher Eggcluster, alle Raupen sind daraus ausgeschlüpft. Er wurde an einem Ästchen montiert, einer frischen Burkea-Pflanze. Ja, eine der großen Fragen ist natürlich, was passiert jetzt mit den Raupen? Was passiert, wenn sie diesen Busch aufgefressen haben? Hat es genug Futter für diese Tiere hier, um nachhaltig eine Population hier selber aufzubauen? Oder müssen die Menschen hier künstlich eingreifen, um es zu ermöglichen, dass diese Art Sirina forda, die früher hier sehr häufig war, sich wieder ansiedeln kann in dieser Wiederaufforstung? Man sieht bereits größere Raupen hier und der Erfolg scheint dem Projektleiter und seinem Team recht zu geben. Es ist möglich, solche Tiere wieder anzusiedeln. Die Hoffnung ist natürlich, dass hier auch wieder adulte Tiere entstehen, die dann selber solche Eggcluster, solche Eigelege wieder an den Ästen und Zweigen von Burkea Africana ablegen. Das ist eine größere Sirina forda Raupe, etwa L4 Stage, also viertes Raupenkleid.
gegessen werden sie erst im letzten, im größten Raupenkleid. Dann werden die Raupen geerntet und in der Asche eines heißen Feuers getrocknet und auf dem Markt verkauft. Man findet die Tiere heute noch auf dem Markt in Kinshasa, allerdings kommen die von immer weiter her, weil die Habitate rund um Kinshasa praktisch zerstört sind. Nicht aber hier, hier beginnt neues Leben zu wachsen in dieser Wiederaufforstung mit diesem einmaligen Pionierprojekt zur Zucht von Raupen, die bisher nur aus Wildfang geerntet und verkauft wurden. Ein ganz einmaliges Projekt am Übergang von Wildfang zur Landwirtschaft im Bereich der essbaren Insekten. Ein wirkliches Novum in der Geschichte der Menschheit. Da ist eine ausgewachsene, schöne, große Raupe von Cirina Forda zu sehen. Interessanterweise findet man diese Raupen auch auf solchen Büschen, die mitten im Buschgras drin wachsen. Da würde man eigentlich nicht vermuten, dass man an solchen verdeckten kleinen Eschen von Burkea-Raupen findet. Aber man findet die überall. Und noch viel erstaunlicher ist, dass sie ganz offensichtlich nicht hier zur Welt gekommen sind auf diesen Büschen, sondern hierher gewandert sind von anderen Büschen. Die beiden Jungen hier sind die Wächter des Projektes. Die schauen, dass keine Vögel hier diese Bestände dezimieren oder Menschen die Raupen absammeln von diesem Projekt. Sie schauen dafür, dass hier Ordnung herrscht in diesem Gebiet. Und überall, wenn man entlang der gepflanzten Burkea-Bäumchen geht, findet man an ihnen überall in großer Zahl diese Raupen. Und bei einigen dieser Bäumchen sieht man auch, wie sie ihre Futterpflanze wechseln. Erstaunlicherweise warten diese Raupen nicht, bis der Schutz der Nacht gekommen ist, sondern die wandern also am helllichten Tage die Stämme herab über den Boden zu der nächsten Pflanze, die sie aktiv suchend auch finden, besteigen und dann leer fressen. Ein sehr gefährliches Manöver eigentlich für eine Raupe, das man eigentlich selten sieht bei anderen Insektenarten. Lustig ist auch diese Bewegung des Kopfes hin und her, wenn sie gestört wird, das ist ganz typisch, aber dann schon nach wenigen Sekunden findet die Raupe wieder zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurück, nämlich dass sie jetzt diesen Baum hier verlassen will, um einen neuen aufzusuchen. Das ist auch die Art, wie die Raupen dann später nach dem fünften Kleid in die Verpuppung gehen. Sie kriechen in den Boden und verpuppen sich in der obersten Schicht des Bodens in einer ganz harten Puppe. Es ist zwar ein Saturniden-Falter, eigentlich eine Seidenraupe, die keinen Seidenkokon baut, dafür eine sehr stabile und harte Puppe. Bei Cirina Forda nimmt man an, dass die Puppen etwa 6 Monate im Boden überdauern, bis zur nächsten Phase des Lebenszyklus. Das ist natürlich eine sehr lange Puppenruhedauer und nicht sehr geeignet für eine wirtschaftliche, landwirtschaftliche Produktion. Deshalb ist eines der Ziele auch herauszufinden, ob man allenfalls die Puppen früher aufwecken kann, damit mehrere Generationen pro Jahr in der Zucht dann möglich sind. Ja, so sind viele Fragen natürlich in einem solchen Pionierprojekt noch offen. Auch die Frage, ob jetzt hier sich dauerhaft diese Population festhalten kann in diesem Versuchsgebiet auf diesem Hügel oder ob es auch da immer wieder neue Importe sozusagen von Eiern braucht,
damit man diese Populationen hier erhalten kann. Das Projekt kann ein wichtiges Modell sein, auch für andere Länder, wo diese Raupen oder ähnliche Raupen beliebt und geschätzt und wichtig sind. Da sind wir nun in einem etwas anderen Gebiet, ein paar Kilometer entfernt, eine neue Plantage von Bäumen, wo man auf einer Spur von etwa 3-4 Meter Breite neue Bäume angepflanzt hat, um da später auch diese Raupen anzusiedeln. Man sieht aber hier auch vor allem die Probleme der Wiederaufforstung, denn der Boden ist durch diese destruktive Brandrodung so erodiert und frei von Humus, dass es auch sehr schwierig ist, hier wieder Pflanzen dauerhaft anzusiedeln. Ja, es ist sehr einfach, in den Tropen Bäume umzuhauen, das ist in einer Minute gemacht, aber nachher den Boden wieder aufzubauen, nachdem er erodiert ist, das dauert Jahrzehnte und kann nur gelingen mit einem aktiven Bodenaufbau und mit einem aktiven Versuch, hier wieder eine Humusschicht hinzukriegen, damit die Pflanzen auch dauerhaft wachsen können. Hier sieht man so einen Boden, der ist hier manchmal sandig, manchmal lehmig und natürlich werden hier die Nährstoffe schnell ausgewaschen in den Regenzeiten. Und wenn man diese Vegetation immer abbrennt und eigentlich nur Asche übrig bleibt, sind dann die Nährstoffe noch viel schneller weg, als wenn man das mit einer Kompostierung machen würde. Hier ist ein kleines Gewächshaus mit Netz zu sehen. Das war eigentlich sozusagen die Kernzelle dieser Zucht. Vor 2 Jahren hat man hier versucht, Sirina forda zu züchten unter dem Schutz dieses Netzes. Aber die Raupen sind dann verschwunden und man hat auch die Puppen nicht gefunden. Das heißt, die Tiere haben sich hier irgendwie verkrochen und wurden dann nicht mehr gefunden in diesem Bereich. Nun hofft man natürlich, mit dieser neuen Zucht eine stabile Population hier wieder zu schaffen, vielleicht auch mit Labormethoden. Und damit hofft man natürlich auch der Bevölkerung wieder einen wichtigen Teil ihrer Ernährung zurückzugeben, dass die Leute auf dem Land bleiben können und nicht in die Städte abwandern.